Leute bleiben länger jung, fühlen sich länger jung und sind dann ganz überrascht, wenn das Alter doch kommt. Sind eigentlich aufs Alter gar nicht gefasst, sozusagen, weil wir sozial, emotional drauf gepolt sind, irgendwie die Jugend ins Endlose zu verlängern. Auf der einen Seite haben wir gewissermaßen Fahrpläne. Mit 30 gibt es das und das Rollenverständnis, mit 40 jenes, mit 50 jenes. Nach diesen Fahrplänen funktioniert ein großer Teil unserer Gesellschaft, funktioniert aber nicht mehr der einzelne Mensch, sondern der ist mit 50 wesentlich jünger, als es dieser Fahrplan vorgesehen hat. Ja, ich glaube, die Herausforderung liegt vor allem darin, nicht nur diese Fahrpläne anders zu schreiben, sondern auch nicht außer Acht zu lassen, dass es trotzdem so etwas wie das Alter gibt. Also im Moment, diese prolongierte Jugendlichkeit führt auch dazu, dass wir Alter nur noch als gewissermaßen Krankheit, Abweichung von der Norm, Mangelerscheinung empfinden. Da fährt mein Taxi übrigens.